nicht zu enden. Also eigentlich ist dieses Game sehr ein... Also es ist sehr offensichtlich, was unser Plan hier ist. Wir müssen es schaffen, die Early-Aggression von Pike und die Random-Roams von Gangs von Ramos auf Mitte-Bot zu überleben. Das sind die zwei Sachen, die hier in dem Spiel uns das Game schwer machen können. Wenn wir random an Pike-Hooks sterben oder wenn wir an random Ramos-Gangs sterben, Mitte und Bot. Das wären die beiden Sachen, die das Game schwer machen. Da Ramos aber ein Champion ist, der nicht wirklich invaden kann, können wir theoretisch können wir Mitte und Bot einfach super safe spielen und es passiert nichts. Weil ich glaube nicht, dass sie den Javan invaden werden mit Ramos. Ich glaube auch nicht, dass sie uns Bot diven können. Warum kein Ward Level 1 für Control gegen Pike? Ja, mit dem Busch. Also, wenn ich da Ward habe, ich ja trotzdem keine Control gegen Pike. Die sind ja trotzdem einfach stärker. Dieser Ward bringt dir nur Kontrolle, wenn das Level 1 close ist. Aber es ist ja nicht close. Ich kann nicht afford to falter. I will not tolerate lawlessness. Na, Ramos wird hier Level 3 gegen Guys. Ja, das war natürlich unvermeidbar. Die Wave pusht zu uns, da muss man sich natürlich auch einfach mal hooken lassen. Das war krass gut gespielt von Pike. Also ich frage mich ernsthaft... Ne, ich will jetzt nicht wieder anfangen, toxic zu werden, aber ich frage mich wirklich, wie solche Spieler nach 500 AP Master kommen. Ist das, also es ist ja keine Hidden Mechanic, dass Pike auf Level 2 auf dich raufläuft und dich hookt. Also wie kommt man auf 500 LP Master, wenn man Pike Engage nicht respektet auf Level 2? Verstehe ich, also ist für mich wirklich nicht ersichtlich. A proper chain of command. As expected. Brilliant. I'm not here to serve. I'm here to protect. If time never sleeps, then I best put on another pot of tea. I much prefer this to desk duty. 39% Minute of Jenna. Okay. Egal, wir lassen uns davon jetzt mal nicht lumpen hier. Meine, bisher ist genau das passiert, was nicht passieren sollte, ne? Pike hat einen random Early Kill bekommen. Und Ramos hat einen random Early Gank bekommen. Aber der Gank auf Toplane juckt halt nicht. Also wie gut die Poppy im Game ist, ist scheißegal für dieses Spiel.
before tea time. Pay no attention to the fact. Problem gegen Pyke ist halt, dieser Damage da bleibt halt nicht kleben, ne? Der Amos hittet einfach Toplane, what the fuck? Es funktioniert. Must always be three steps ahead. A true professional is always aware of her surroundings. Das ist halt wirklich einfach schlechtes League of Legends, was wir hier spielen. Das war auch my bad. Da darf ich nicht noch sterben. Aber ich, also es macht überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen. Also völlig random, dass wir einfach versuchen, im River irgendwas zu contesten. Gegen das Enemy-Team. Das ist absolut stupid. Aber dass ich ja sterbe, ist my bad. Ich weiß nicht, ich dachte irgendwie, dass die so low sind, dass ich da fein bin, aber... Wir waren nicht fein. Also die gegnerische Botlane hat jetzt 3 Killbeteiligungen und alle 3 Killbeteiligungen hätten eigentlich niemals passieren dürfen. Einmal lässt sich die Jenna völlig ohne Grund einfach so Level 2 hucken und jetzt fighten wir einfach gegen Pyke, Kaiser, Rammus. Fighten wir einfach im River auf Level 5. Das macht ja wirklich auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Ja, das war aber wirklich ein guter Tornado auch an der Stelle. WP. Ja, das Game ist verloren. Das Game ist zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit los. Und nur die Leute hier. Support und Jungle sind beide nicht wirklich in der Lage, Tab zu drücken und zu verstehen, was unsere Team kommen will. Aber gut, ich bin da nur gestorben. Also, der erste Tod von mir war my bad und der zweite Tod passiert nur, weil ich beim ersten Mal sterbe, ne? Also, es ist einfach my bad. Das Ding ist, in der Lane, ich kann das Spiel nicht spielen, wenn ich keine Summoners habe. Also, ich muss es den Gegnern extrem teuer machen, meine Summoners zu ziehen und ich habe es denen nicht teuer gemacht. Wir versuchen mal noch das Beste draus zu machen, aber... Das Game ist ziemlich sicher lost. That's too much. Da hat die Jenna nichts falsch gemacht bei meinem zweiten Tod? Naja, da hat sie halt den Tornado gemisst. Aber ja, meine Tode waren my bad. Dass die Situation überhaupt entsteht, dass ich sterben kann, ist halt trotzdem kacke. Weißt du, sollte niemals passieren in dem Game, aber... Mal gucken. Mal gucken. Ja,
Also wir scalen immer noch extrem gut in dem Game. Wir haben uns das Game halt nur sehr viel schwerer gemacht jetzt durch die ersten 10 Minuten. Let's crack this case. Aber es ist, also das Game ist eigentlich wirklich einfach nur ein IQ-Check. Das Game ist ein IQ-Check. Ist unser Team in der Lage, Tab zu drücken und zu verstehen, dass wir Early Game nichts machen wollen? Und die Antwort lautet nein. Und deswegen werden wir das Game wahrscheinlich verlieren. Never a dull moment. Ich kann hier nichts machen. Ja, mal gucken. Maybe we can win. Ich kriege noch eine Ult hin. Bottomwave steht sehr, sehr gut. Also, dass wir den Fight genommen haben, ist sehr gut für uns. Oh, ist er tot. Dafür habt ihr nicht einen falschen Jungler? Nee. Also, nee. Es geht ja nicht darum, welchen Jungler wir haben. Guck mal, also in League of Legends funktioniert so. Du guckst dir an, was haben die Gegner im Early Game, was haben wir im Early Game. Natürlich will der Jarvan in der perfekten Welt im Early Game was machen. Aber die gesamte Enemy-Team-Comp ist davon abhängig, Early Game zu snowballen. Und wir scalen auf allen Positionen gut. Also Jarvan scaled ja auch nicht kacke. Wenn Jarvan, bis er sein erstes Item hat, AFK farmt, ist er nicht unglücklich. Aber indem wir überhaupt was versuchen im River zu machen, also jeder Fight, den wir im River nehmen, ist quasi ein 70-30 Fight für die Gegner. Im Early Game. Also mit jedem Fight, den wir nehmen, erhöhen wir quasi die Chance, dass die Gegner gewinnen. Ich kann hier nicht upsteppen. Ike ist Mitte. Kaiser kann mich einfach töten hier, wenn sie eine W hittet. Pike hat Everfrost gebaut. Wait, what? Okay, vielleicht können wir doch noch gewinnen. Und unser Sion ist auch super fett. Der DPS-Bild nicht besser. Ja, ich kann in dem Game aber auch nicht auto-tacken, also. Macht's keinen großen Unterschied. Die haben aber auch. Also, was machen die gegen? Die sind nur noch Midlane. Warum? Lass sie in die ersten Drakes. I'm not here to serve. I'm here to protect. Das Ding ist, ich gehe jetzt Infinity Edge. Ja doch, ich gehe Infinity Edge, das Game. Ich glaube, dass hier niemand Bot ist gerade. Ich sehe Kaiser nicht. Okay, Kaiser ist Bot. Oh ja, ich darf hier nicht. Ich darf nicht in River Move, das war ganz dumm von mir.
Hätte sie da ihren Weg getroffen, wäre ich einfach tot. Einmal fucking Everfrost. What the fuck? Ich überlege, ob ich hier Lord Dominic Second gehe. Ich glaube, ich hätte trotzdem einfach Ghostblade gehen sollen. Mal jetzt Infinity Edge. Ich bin einfach am Everfrost gestorben. Ah, ich hätte glänzen sollen. Ich habe nicht. Mein Kopf war nicht ready darauf, dass ich da von einem fucking Pike Everfrosted werde. What the fuck? I'll have this finished before tea time. Ich habe keinen First Strike, macht keinen Sinn hier zu holen. Diese Neu wird eh resetten. Hier ist wieder Mitte. Ah, sie hat wieder Ult. Junge, fucking Rammus Ult. Ah, my bad. Ja, ich spiel auch selber schlechtes Game. Ich respekte den Rammus. Oh, holy shit. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass der einfach über die scheiß Wall ulten kann. Ah, ich bin so bad. Ja, wenn ich jetzt einfach mal aufhöre zu innen, dann ist das Game winnable. Also eigentlich von meinen 4 Toten waren 3 Tode auch my bad. Hätten alle nicht sein müssen. Someone call for a sheriff. Ich kann den Rammus halt nicht mehr autotaken. Ich sterbe, wenn ich den autotake, ne? Kriegen wir den Drake? Was machen die Gegner? Crazy.
Nee, noch nicht, noch nicht. Geil, wunderbar. Ja, Drake verlieren wir trotzdem. Ich glaube, ein Cloud Drake ist okay. Cloud Soul wäre schon sehr problematisch. Ey, Guys, wir haben gerade einen fetten Fight gewonnen, fette Shutdowns gekriegt. Damit muss man sich auch mal zufriedenstellen. Wir dürfen jetzt nicht auf Krampf hier irgendwie auch noch versuchen, den Drake zu contesten. Schon ja too much, Guys. Aber es funktioniert auch einfach, oder was? Digga, Cyan. Cyan und Jarvan, was machen die mit den Gegnern, hä? Ich weiß nicht, ob wir den Drake noch bekommen, ehrlich gesagt. Nee, danke. Können wir den Drake hier machen? Nee, auch nicht. Der Sein ist komplett unkillable. Ruf ja auch mal hoch. Oder auch nicht. Oh, ich bewege mich hier ganz gefährlich, wenn hier Vision ist. Können die nicht einfach machen, wenn nicht? Das Sein überlebt doch lang genug. Okay. Nehmen wir mit. Let's crack this case. Why did ja, immer noch keinen Drake gemacht, so. Holy shit. Oh mein Gott. Was habe ich mit der Kaiser gemacht? Boots werden nicht ausgebaut, ist korrekt. Boots stinken nach Maggi. Ja, wir sollten hier nicht fighten. Uri ist Base, hat kein TP. Cheers.
Wir laufen, laufen, laufen. Dass ich da sterbe, ist ja so frech, hä? What? What? Ich meine, ist trotzdem schlecht von den Gegnern, aber... What? Ich hätte einfach schon die Syndra eh flashen müssen. Da hätte ich nicht mehr sterben dürfen. Ja, die Kaiser konnten halt einfach auf mich raufholen und mich free auto-tacken. Ich weiß nicht, ich glaube, Jenna hatte leider noch keine Ult und hat ihren Tornado gemisst. Ich meine, war jetzt nicht tragisch, aber dass wir da sterben, ist schon sehr frech. Ah ja, Syndra E hätte mich nicht treffen dürfen. Warum ist das schlecht für die Gegner? Ja, die haben Botlane T2 verloren, die haben Waves gedroppt. Also ich sag mal so, es ist jetzt nicht schlecht für die Gegner, aber es ist jetzt auch nicht schlecht für uns. Ist okay. Unser Baron Play war eh vorbei. Boah, es ärgert mich, dass wir da jetzt gestorben sind und Summoners verloren haben. Sollen wir auf Sion warten? Es macht keinen Sinn, dass wir hier zu zweit stehen. Wir wissen nicht, wo irgendjemand ist. Boah, es ist risky. I will not tolerate lawlessness. Hier sterben wir jetzt wirklich sehr, sehr suboptimal. Ich glaube auch, wir spielen hier für Nash über Drake. Sion TP Bot, oh, bin ich kein Fan von. Ja, die Gegner müssen jetzt ein Play machen. Jetzt gehen wir wieder Nash, guys. Jetzt gehen wir wieder Nash. Wir müssen jetzt gleich Top defenden. Wir tanzen jetzt einfach mit dem. Wir tanzen mit dem.
Nein, nein, Geist, wir chillen doch einfach. Warum flippen wir den Nash? Ah, ich habe ihn ja selber gehittet. Guckt euch mal die Base an. Wir hätten einfach nichts machen müssen, ne? Ich habe aber auch den Nash gehittet am Ende, weil der Jarvan finishen wollte. So bad. Ich glaube, wir können trotzdem enden, oder? Ich hätte auch einmal den nächsten hitten sollen. Oh Mann. Aber mein Damage ist schon sehr, sehr cool, oder? Caitlyn ist so broken, ist insane. Caitlyn ist so fucking broken. Ja, GG. Krass. Hat der Sion komplett durchgecarried, das Game. Obwohl wir uns Early Game wirklich so schwer wie möglich gemacht haben. Aber dieses Game ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, warum ich nicht für